Raketen, was? Objekte, die präzise aus 100 Kilometer Entfernung ein Ziel treffen können? Also das ist jetzt Unsinn. Ich feiere gerade gar nichts. Ich feiere später diesen Harpunentypen. Ich schieße vielleicht erst bei den Atari ST ab. Niemand mag Atari, hallo? Hier wird Amiga gespielt. Was ist das andere Ding? Ach, ich habe da auch nur begrenzt Harpunen übrig, auch noch. Yay, das ist wie im Film. Was? Ich habe die Internetanbindung verloren, toll. Klopf, klopf. Es ist nicht so einfach. Ich verliere aber nicht, wenn ich alle Kabel verliere, ne? Was mich zur nächsten Frage bringt, kriege ich neue Kabel, wenn ich sterbe? Okay, wie soll ich das bitte bei der Steuerung genauer hinbekommen, also besser hinbekommen? Deswegen kann man die auch zerstören, ja. Stirb, du amerikanische Telefongesellschaft. Ist wohl nicht witzig, Alter, das ist dauerst. Da macht man keine Witze, du Spaß, das ist ernst. Die dampfen alle schon. Das darf ich gleich noch zweimal machen, weil ich keine Kabel mehr habe. Ja, darf ich wieder selbst steuern, danke. Okay. Schießen wir mal eine volle Ladung. Heißes Zeug in den Arsch. Das klingt sowas von falsch. Perfekt. Warum kann er nicht einfach hinter ihm landen und von unten nach oben hochschießen? Das wäre doch viel besser. Würde auch schneller gehen. Ah ja. Die volle Ladung hinten rein. Ey, Süße, bist du mal hinten? So. Lalala. Fällt mir ein, ich muss noch ein Ankündigungsvideo endlich mal machen. Das will ich schon seit irgendwie mehreren Monaten machen. Also was ist ein Ankündigungsvideo? So ein Erklärvideo mal wieder. Ha. Zu viel gesoffen, fällt voll aus dem Maul. So. Yay. Das Schöne ist, der Hausmeister räumt zwischenzeitlich die Wracks weg von dem Zeug. So, erst bei den Atari ST wegschießen. Ist ja kein Ding, nicht? Der hat eh keine Leistung. Ach, lass mich in Ruhe! Lass mich doch in Ruhe fliegen! Was mit diesen kleinen. Die fliegen echt nur rum, um. So dekorationstechnisch und um halt mein Leben zu sein. Was anderes machen die echt nicht. Die stehen so scheiße. Ja, und ich schieße auch noch verdammt weit. Lass mich doch in Ruhe fliegen! Ja! Schick mich auch noch auf den Boden, damit ich Schaden bekomme. Und tschüss, Atari. Kann ich nicht viel lieber einen C64 fliegen? Der hat mehr Leistung. Oder ein Amiga 500.
Das wird doch mal ein tolles Spiel. Man fliegt mit Atari, mit Amigas 500 gegen Atari STs. Ich würde es mir kaufen. Nein, würde ich nicht, aber... Ich höre mal wieder nicht auf zu schießen. Ich weiß nicht warum. Vielleicht hat das Spiel Probleme damit, dass die Maustaste so schnell drückt. So, ist da noch irgendwo was? Da ist noch eine Drohne, die hätte ich auch gerne noch weg. Hab ich noch Harpunen? Ich glaube, ich habe doch gar keine Harpunen mehr, oder? Ich habe noch Harpunen. Geil. Ich glaube, da ist kein Tage für meine Harpune. Das ist übrigens kein Haken für meine Harpune. Ich knall da gleich rein. Ach, oh. Yay, Challenge Point Award. Challenge Point? Yay, ich habe einen Challenge Point. Was auch immer das bringt. Was bringt der? Du musst eine Challenge spielen. Challenge heißt, dass die nächste Mission extra schwer wird. Das ist gar nicht so einfach. Kann ich in den Rhein fliegen? Scheinbar nicht. Okay, dann ist es doch einfacher, als ich gedacht habe. Dann einfach nur drehen. So, dann ist es ja fast schon richtig einfach. Ich hab's voll drauf. Mein Kofferraum ist immer noch offen. Hey, das wollte ich in die Luft sprengen. Ich hab mich so ein bisschen an Warzone 2100 von der Gebäudegrafik her. Oder? Challenge Point 2 auf 3, ja. Challenge Point Bonus 1 live. Total Lies 4. Okay. Das heißt jetzt was? Oh, ein 15 FPS Video heißt das jetzt. Großartig. Ich weiß nicht, sieht man hier mal auf? Habe ich gar nicht geguckt, ob man hier den Aufnahmezeiger sieht. Ja. Okay, ich springe natürlich mit der rechten Maustaste, weil... War das ein Feind? Und wenn ja, warum schießt er zurück aus der Entfernung? Und es läuft hier drin nicht flüssig, warum nicht? Das Spiel zieht zu viel Performance. Moment. Aber auch noch neu. Das läuft irgendwie nicht so recht... Das scheint generell nicht so gut zu laufen. Was so? Ja, okay. Sehr großartig. Es läuft so ein bisschen ruckelhaft. Ah, ich muss warten, dass alle Laser okay lädt. Ach. Das sind übrigens noch welche. Warum läuft das jetzt nicht mehr flüssig? Willst du mich verarschen? Für zu viel Leistung oder was? Gibt es noch andere Waffen? Kann ich diese Kiste kaputt schießen? Ja, kann ich. Es läuft nicht flüssig, das gibt's doch nicht. Was soll denn die Scheiße? Leertaste, natürlich. Noch mehr Gegner, natürlich. Warum läuft das zur Hölle jetzt nicht mehr flüssig? Hallo, das Spiel ist jetzt nicht so anspruchsvoll. Es läuft nicht mehr flüssig und ich weiß nicht warum.
Ich weiß auch nicht, wo ich hin muss. Aber hauptsächlich habe laute Musik. Ich mache die Musik mal noch ein bisschen. Warum zur Hölle? Die war auch eben nicht so laut. Was soll denn der Unsinn? Aber mal Dauerfeuer geben. Was passiert denn, wenn ich die da rauslasse? Oh, ihr seid gar keine Freunde. Ich dachte, ihr werdet Freunde. Ich habe keine Freunde. Niemand mag mich. Oh. Okay, das... Ach, das ist automatisch. Ich dachte, das hört auf, wenn ich den Typen da schieße. Oh, ich bin tot, ne? Ja. War da nicht irgendwas mit Leben? Lives 4. Sind ich fast noch mal Lust, die Challenge Points zu holen. Warum auf einmal so wenig FP? Was soll denn der Unsinn? Okay, habe ich auch eine Karte oder so? Nee. Ich habe aber ein tolles Video, das, ja... Controls, lass mich mal kurz gucken. Kamera, Drop, Fire, Aim, Look. Activate. Das setzen wir jetzt erstmal auf. Okay, ich setze es scheinbar nirgendwo drauf, weil ich das gar nicht kann. Ja. Ich habe scheinbar keine andere Waffe, okay. Okay, ich kann mich ducken. Ich habe 15. Ist jetzt scheiße, dass das nicht flüssig läuft und ich weiß nicht warum. Okay, die Tasten machen aktuell gar nichts. Okay. Aber ich habe scheinbar keine Munitionsbegrenzung, von daher. Aber ich habe noch 11 Health. Großartig. War ich nicht tot? Wie habe ich den noch erschossen? Die Trefferrate ist auch teuer, die Zielgenauigkeit. Was habe ich... Habe ich da so einen kleinen Input mit drin, oder? Ach komm schon, warum läufst du nicht einfach flüssig? Dreckspiel. Ich habe jetzt auch keine Lust, da rauszugehen und die FPS zu ändern. Also die Aufnahme FPS. Kann ich die da durch erschießen? Gibt's doch irgendein. Müsste der Laser nicht irgendwann mal sagen, ich funktioniere jetzt nicht mehr, weil. Der zählt ja offensichtlich irgendwie rund auf null. Oder wird damit nur die Streuung erhöht? Ah, ich glaube, damit wird die Streuung erhöht. Glaube ich. Vielleicht, ich weiß nicht. Hab's gesehen? Ja, ne? Ich hab's voll drauf. Dauerfeuer durch die Gegend laufen ist genau mein Ding. So, ich hoffe, es ruckelt nicht zu arg. Zu Arche. Was zu? Was? Die Checkpoints sind auch toll gesetzt. Kann ich das da in die Luft sprengen? Nein. Ich habe auch keine andere Waffe, oder? Kann ich das irgendwie aufsammeln? Ich kann auch mit der Maus laufen. Na, großartig. Das ist eins von diesen Spielen noch. Heilige Scheiße. So, was ist denn in der Kiste noch drin? Und in der Kiste haben wir... Was ist das? Nichts zum Mitnehmen.
Wächst mich. Ach, ich kann auch so spielen. Ah, okay. Bin nicht sicher, ob das besser ist. Es ist anders. Das schieße ich vielleicht lieber nicht kaputt. Das schieße ich auch nicht auf, ey, schieß. Großartig, wie das reagiert, ne? Der Wahnsinn. Hey du, ist da irgendwas Wichtiges drin? Ich nehme einfach mal an, nein. Ich kann es auch nicht mitnehmen, was auch immer es ist. Das ist Munition für die guten Waffen, die bekommst du aber für jede nicht. So, das kann ich... Ah, okay. Jetzt bin ich einmal im Kreis gelaufen, wunderbar. Ich habe alles eliminiert, was ich gefunden habe. Strategisch wie immer. Ich schieße den jetzt auf diese Kiste. Ah, ich springe vorwärts, natürlich. Ich bin sicher, das geht auch anders. Ja, natürlich, duck mich. Ich bekomme das Spiel voll schnell raus. Hält mich wohl für blöde, hä? Seeker Laser, okay. Wenigstens sterben die schön schnell. Hier ist irgendwie... Okay, Moment, wie kann ich die Sicht jetzt wieder ändern? Ich weiß nicht, was es ist, aber ich will es mitnehmen. Weil... Sieht irgendwie... Gibt mir das irgendwelche Punkte? Yeah, ist Challenge Point. Ah. Honk ist in der Haus, Alter. Was hatte der denn jetzt? Ja, die machen so wie gar keinen Schaden, oder was? Ich habe einen Aimbot, aber der muss ich erst so ein bisschen einstellen. Das ist ein bisschen langsam. Das ist mein erster Aimbot, den ich programmiert habe. Tut mir leid. Kann ich nicht irgendwie auch die Sicht ändern? Controls. Nee, scheinbar nicht. Okay, scheint das irgendwie teilweise zu... Ich passe lieber ein bisschen auf, nicht, dass ich gleich da runterfall. Ist das auch ein Challenge Point? Ja. Wer baut so eine Basis überhaupt? Ich meine, ernsthaft. Wer hat sich gedacht, wow, diese engen Gänge und so, da legen wir jetzt mal kein Brett unter.